Tage fangen langsam an, früher dunkler zu werden und ich läute heute die Gesteckzeit ein. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, ihr Lieben, noch sind wir ja im Herbst, aber man merkt, der Winter kommt voran zu uns und ich habe mir gedacht, vielleicht fangen wir mal so langsam an, uns mit Gestecken zu beschäftigen und habe dazu einfach mal geschaut, was hier bei mir im Umkreis in der Natur zu finden ist. Dazu habe ich mir überlegt, wir schauen einfach mal, was es an Grün schon gibt. Also zum Beispiel habe ich mir von Koniferen ein bisschen Grün abgeschnitten und was ich auch super schön momentan finde, ihr wahrscheinlich auch, ihr seht es an den Bäumen, das Laub fängt an, sich rot zu verfärben. Also habe ich mir aus der Nachbarschaft an einem Baum so ein bisschen, ja, wie nennt man das, so Schnitt aus dem Stamm heraus, also was eigentlich sowieso weg muss, weil sonst der Baum viel zu viel Energie in diese kleinen Zweige abgeben würde. Also nichts von dem Haupttrieb oben herum, sondern nur von unten habe ich ein bisschen weggenommen, damit der Baum A es etwas leichter hat und ich zu meinen Ästen komme. Dann hatte ich noch Moos bei mir stehen. Das hatte ich mir frisch bei unserem Gärtner geholt. Das gibt es jetzt halt eben auch schon gut zu kaufen. Dieses Mal habe ich richtig gute Qualität bekommen in einer großen Holzkiste, was mich sehr gefreut hat. Ja, und Hagebutte. Hagebutte finde ich wunderschön. Die Fruchtstände habe ich mir abgeschnitten, auch nicht zu viel, weil in der Natur sollte dann auch schon ein bisschen was übrig bleiben. Ja, und der Rest war Deko, die ich zu Hause hatte. Das heißt, eine passende Form dazu. Ich habe ein Tablett genommen, wenn ihr irgendetwas anderes haben wollt. Kein Problem, ich hatte noch Steckschwamm. Den muss ich mir noch ein bisschen zurechtschneiden. Ja, ich denke mal, loslegen. Als erstes also mal den Steckschwamm in Form schneiden. Ja, ich hatte mir mal überlegt, wir machen eine etwas unterschiedliche Höhe. Einmal die Kerzen, weil ich möchte Kerzen haben, weil jetzt in dieser Zeit wird es auch Zeit, mit Kerzen zu arbeiten. Machen wir die Kerzen ein bisschen höher und dann zwei flachere Stücke, um darauf halt das Dekomaterial zu setzen. Dann nach dem Schneiden des Steckschwamms einfach hingehen und schon mal Moos drauflegen, so viel Moos, ja, ihr seht schon, ich habe jetzt gar nicht so viel Moos drauf gemacht, sondern einfach nur obenrum etwas abgedeckt und vorne und hinten von meiner Form, also im Prinzip meines Tabletts, ja, damit ich halt auch gut stecken kann. Dann bin ich hingegangen, habe mir von dem Koniferenschnitt ja die einzelnen Zweigchen zurechtgeschnitten und dann einfach munter drauf losgesteckt, wie es mir gefällt. Da ich ja jetzt eine sehr schmale Form gewählt habe, habe ich geschaut, dass die Sachen halt schön so ein bisschen nach außen gehen und ja, das Ganze halt schön stimmig ist. Dann habe ich mir dazu die passende Hagebutte gegriffen und auch da immer wieder etwas eingekürzt, also gar nicht so lang gelassen, weil es sollte schon relativ nah auch an meiner, ja, hier an meinem Tablett das Ganze sein. Nicht zu viel, wer mehr machen möchte, kann natürlich auch mehr machen. Also ich wollte halt überall so ein bisschen diesen Rottouch haben und halt eben hier so ein bisschen das rauslugen. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel benutzt. Die restliche Hagebutte werde ich auf jeden Fall noch weiter verarbeiten. Vielleicht mache ich dazu einen Ring. Wenn ihr Interesse habt, das zu sehen, schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann mache ich das sehr gerne mit euch zusammen. Dann kommen wir mal zu den Schnitt, den ich noch von den Bäumen weggeholt habe. Das ist hier von der Eiche. Und so viel brauchte ich jetzt da gar nicht. Und ihr seht schon hier wunderbar, ich habe es ja hier mal hingestellt für euch. Wir haben hier schon die Rotfärbung drin und Grün. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Mir gefällt das. Man hätte noch einen Tick warten können, bis so die Färbung richtig ins Rote hineingeht. Ich weiß ja, wie sie aussehen, wenn der Herbst so einmal richtig durch ist. Das ist einfach wunderschön. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ihr diese Blätter seht, wenn die sich so verfärben in diesen Tönen, ob euch das auch so gut gefällt wie mir.
Ja, dann geht es auch schon dran. Ich habe die Kerzen hier oben oder vielmehr die Kerzenhalter hier schon festgemacht. Die haben hier unten halt auch Stecker. Die finde ich super schön. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen nehmen, das, was ihr zu Hause habt. Vielleicht wollt ihr auch lieber eine Stumpenkerze raufbringen. Das würde natürlich auch hier sehr gut passen. Und ich habe jetzt hier gedacht, ich nehme hier schmale Stabkerzen. Einmal hier in der Farbe Mint. Rot wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr schön gewesen, hatte ich aber jetzt leider nicht da gehabt. Deswegen, ich denke, damit kommen wir auch ganz gut klar. Zum Abschluss habe ich mir gedacht, noch zwei Kürbisse reinsetzen, weil es passt ja jetzt momentan noch von der Herbstzeit her. Allerdings werde ich das hier irgendwann auch ändern und dann mehr schon in die Winter-Vorweihnachtszeit gehen, worauf ich mich auch schon sehr freue. Wie seht ihr das? Seid ihr auch schon so ein bisschen auf Winter-Weihnachtszeit oder seid ihr noch voll im Herbstmodus? Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal sagt, was ihr jetzt gerade so dekomäßig zu Hause macht. Ja, ihr seht schon, relativ einfach ist ein sehr schnell das Ganze, hat nicht lange gedauert. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das Ganze mir so überlegt habe, wie ich es zusammenstecken möchte. Und ja, alles Sachen aus der Natur. Das Einzige, was ich halt gekauft, dazu getan habe, aber was ich halt auch schon hatte, das Tablett, den Steckschwamm und die Kerzen und den Kerzenhalter. Ja gut, die Deko noch mit zwei Kürbissen. Da kann man auch wieder frei wählen. Vielleicht habt ihr ja auch Zierkürbisse zu Hause liegen, die ihr vielleicht verwenden wollt. Lasst gerne einen Daumen rauf da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Denkt darüber mal nach, ob ihr sehen wollt, ob wir zusammen einen Dekoring machen sollen. Ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit wir uns nächste Woche wieder sehen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin habt eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Momentan geht es ja wieder richtig rum hier mit Grippe und allem Möglichen, was es so gibt an Erkältungen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag. Bis dahin, tschüss zusammen.